Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge der Nordfriedischen Marsch, vierfach 1.0. Wir fahren jetzt die Fahrzeuge zum Hof, die wir noch beim Händler so stehen hatten. Hoffe, es kein Auto in die kommt jetzt. Ja. Kommt. Timing wie immer. Jedenfalls sind jetzt die Alarmmaschinen bei und flühen und sehen aus. Blick rechts, Fahrt Nummer 2. Gute Gerste rein. 3 kommt Mais, auf 1 kommt Weizen. Auf 15. Die müssen gleich noch eine Dings bauen, eine Mischfutterfabrik. Und zwar hier im Hof. Entschuldigung, so die arbeiten, die machen Kalk. Da muss man Dünger aufgestellt werden nach dem Wachstum. Ja, Mischfabrik. Das ist verkehrte Modus. Hallen, Farmhaus. Diverses. Mischfutter, Komposter, Mischfutter. Schweinefutter, Zellstoff. Das sind die von Hochsäure, Zucker, Zellstoff, Sackgut, Sägewerk, Rüben, Sackgut, Sägewerk, Paletz, Mehl, Mischfutter. Ja, das müssen wir so sehen, dass wir das entsprechend nach Möglichkeit ja, das war richtig das brauchen wir auch noch sicherlich. Das wird sie anbieten auf dem BGH gleich 2-3 zu bauen, dann brauchen wir auch nicht lange quälen. So, kaufen. C ist Raster. CC. Achso. Weil das bietet sich an, wenn man die Gebäude ja, ich würde es mal so machen. Vielleicht bin ich daran. Dann kann er hier durchfahren und abkippen. Vielleicht ein bisschen höher sein können. Oh, gut. Das heißt, jetzt wollen wir sehen. Ballen. Wir brauchen Ballen. Und zwar. Wir brauchen Heuballen. Da kaufen wir gleich mal 8 Stück ein. Dann kaufen wir. Können wir auch 8 kaufen? Da ist ja kein Platz. Das ist typisch. Wir fahren dann mal den nächsten Drescher weg. Wir brauchen Platz. Dann müssen wir noch die anderen Maschinen wegholen. Für Gras und für Ballen. Nächste Woche Dienstag kommt ja das Glaspaket. Und da überlege ich mir auch noch ein paar Geräte zu kaufen. Weil wir ja längerfristig hier auch mehrere andere Maschinen brauchen werden. Drescher zum Beispiel noch. Da haben wir auch entsprechend bei Glas hier bei Ballenpressen eine Kombination mit Wickel zum Beispiel. Da wäre so einiges noch möglich. Mal schauen, wo der LKW hier ist. Der LKW ist links, rechts von hier aus gesehen. Und dann haben wir hier einen Massive Felgers Autoloader.
in dem auch Paletten fahren könnte. Komm doch raus. Ja, ich komm raus. Etwas ungünstig. Ich glaube, der läuft noch. Einer ist für Milch und einer ist für Leerreste von den Tanks. So, dann werden wir gleich mal ein paar Ballen holen. Weil da stellen wir gleich daneben. Und dann wird die automatisch aufgeladen. Wenn das klappt. Das ist ein bisschen jetzt auf Risiko, weil ich neue Fahrzeuge einnehme, die ich noch nicht testen konnte. Ansonsten heißt es Plan B, wir noch ein anderes Fahrzeug kaufen. Mit dem wir wissen, das funktioniert. So, wir müssen mal schnell die Ballen holen. Sowohl Stroh, Silage und Heu. Der blockiert mir hier den Weg hier und durch den Betonfahrer. Das können wir uns gar nicht erlauben. Keine Zeit. So, da haben wir die Heuballen. So. N. So. X. Paletts. HD-Ballen. Und Ballen. So, jetzt haben wir Astro-Ballen. Heuballen. Jetzt kaufen wir uns noch. Ach, Zilage-Ballen. Acht weißen Stroh. Ich glaube, das Verhältnis passt. Geben wir mal jetzt auch noch 8 Heu. Später haben wir unsere eigenen Ressourcen. Typisch. Auch noch 8 Stroh, nicht Quatsch, 8 Heu. Entschuldigung. Das sollte erstmal reichen. Fürs Erste. Von hier her. Oh, da steht noch hier. Na, jetzt haben wir da 8. Das Feld ist schon passend. Und das ist passend, so durchgeht. Ja. So, X. Besser aus. So. Plane zu. So. Z and LAN.
So. Können wir gleich sehen, wie das entsprechend schon hoch geht. Und sobald wir Mischwasser haben, werden die Kühe unterwegs. Jetzt gucken wir nach Kühe nach dem Wasser. Ob die entsprechend noch Wasser haben schon. Ich war mir nicht ganz so sicher. Sie haben noch kein Wasser. Hier haben wir den Wasserhahn, das ist so ein Mod. Ich hoffe, dass es klappt. Man muss dann nur entsprechend justieren. Und zwar durch Verschieben. Ich schiebe mal den Wasserhahn einfach hier rechts rüber. Und den verschieben wir auch. Und zwar dahin, wo wir den eigentlich haben wollen zum Bewässern. Können ja auch von vorne nehmen und drehen. Sicherlich. Das geht nicht. Rotieren, verschieben. QE. Soll ja auch in Druck reingehen. So. So soll es sein. Bestätigen. Ja. Gleich mal speichern. Hat er. Jetzt können wir den Kühen Wasser geben. Denn die haben schon Durst. So. Leider sind die Kühe alle nicht trächtig. Ist aber halt so. Denn ich weiß aktuell auch nicht, wie das funktionieren könnte mit den Kühen übernehmen. Das will ich mir gar nicht antun. Das ist mir echt zu aufwendig. Auch mit dem Risiko hin, dass es hinterher überhaupt nicht klappt. Da müssen wir halt mal wieder ein Jahr durchspielen, um das entsprechende Tiere da einzukriegen, wohin haben wir. Wir haben noch einen zweiten Stall. Hinter diesem Stall. Und da sollen ja später die Richtung. Die Kälber rein. Also die Kälber, die hier als Jungtiere gekommen werden. Ich weiß nicht genau, ob das alles wieder Holsteiner Kühe werden. Ich weiß ja nicht, was der Besamer alles hierher bringt, ne? Was ja automatisch läuft. So, Wasser haben sie, Futter wird gerade hergestellt. Das heißt, wir werden mal gleich mal ganz gucken nach dem Fahrzeug, das wir dafür extra genommen haben. Wir haben ja noch ein Messing übrig, dann nehmen wir einen Anhänger, einen kleinen. Der kleine ist, glaube ich, noch bei dem Händler oder ist er hier? Der kleine ist hier. Ich habe extra einen kleinen genommen. Weil das macht ja keinen Sinn. Kommen groß nicht rein. Wir müssen noch viele Hallen aufbauen. Ich hab mir so, oh, da mit dem Breitreifen, das wird nichts. Kommen wir nicht rein. Dann brauchen wir noch eine Werkstatt. Na, Wasser kriegen sie jetzt auch. Hm, eine Werkstatt brauchen sie. Verrückt. Damit wir nicht dauernd zum Händler fahren müssen. Hallen. Diverses. Eine einfache Werkstatt würde ausreichen.
Mit Tankstelle und Waschstation gleich. Das wäre ein bisschen günstig, wenn das hier in der Reihenfolge wäre. Dann können wir die Fahrzeuge entsprechend alle nach Bedarf. Reparieren. Tankstelle. Entschuldigung. Dieseltank. Ich weiß nicht genau, ob da was drin ist oder man entsprechend es herstellen müsste oder kaufen. Wir wollen ja nicht extra hinfahren, das ist ja so umständlich. Werkstatt. Kirche. Weil Fahrzeuge, die sollen ja auch gewaschen werden. Eigentlich ungünstig. Wir müssen hier nochmal drehen. Zwar deswegen, weil wir kommen ja von da vorne angefahren. Anfahren und dann immer dastehen, Tankstelle auch gleich kaufen, passt. Tanken, reparieren, fertig. Das Symbol muss oben sein. So rein logisch her muss es oben sein. Das darf ruhig hier in der Flucht sein. Gut. Denn dann werden wir jetzt mal gleich einen Hänger anhängen. Mit Reifen kommen wir ja nicht in den Stall rein, also wird ganz eng. Wir werden normale Reifen nehmen. Tanken müssen wir noch nicht. Waschen auch nicht. Das einzige Blöde ist, in Anführungszeichen, dass dieser Stromkasten links ist. Und zwar. Standard. Wenn wir gleich ein Mischwasser holen, denken wir, müssen wir da sein. Ja, viel noch nicht, aber ein bisschen. Es ist nicht viel, aber immerhin. Ne? Die Kühe werden sich freuen. Können wir gleich im Stall fahren und ich Futter gehen. Dann werde ich irgendwann mal noch hier entsprechend hier ein bisschen was hier strafenmäßig machen müssen. Denn über die Acker fahren, das ist nicht mein Ding. Das soll nicht sein. Und wo es kein Acker ist. Weil er passt nämlich gut rein, er kann hochkippen, er kann zwar auch links kippen. So, jetzt haben wir auch Futter. Nicht viel, aber immerhin, ne? Das wirkt sich sofort aus. Und das können sie wieder gesund werden.
So, Zeit. So, seid noch Zeit. So, liebe Zuschauer, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal wieder reinschaltet. Dann sage ich mal Schild um Winkel Winkel. Ciao, ciao. Vielleicht sieht man sich hier und da mal wieder. Tschüssi.